Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, beziehungsweise einer altbekannten Tutorial-Reihe, die ich jetzt schon wieder länger nicht mehr geupdatet habe. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 24. Es geht nämlich um das Bucket-Plugin-Programmieren. Ich möchte heute einfach mal wieder so ein paar weitere Sachen hinzufügen. Ich möchte das gerne einfach weiter extenden. Ich möchte halt auch nicht komplett von Bucket weg. Das sollten meine Zuschauer hoffentlich auch mitbekommen haben. Ich werde immer noch weiterhin auch hier und da Bucket machen. Und ich möchte auch die Tutorial-Reihe jetzt ein bisschen weiterführen. Wie ihr seht, das Setup hat sich im Vergleich zu der Version, also zur Folge 23 geändert. Ich habe mittlerweile, promiere ich nicht mehr mit diesem weißen Hintergrund. Es gibt halt die Dark Themes und auch für Eclipse und das nutze ich halt recht gerne. Wir schreiben heute nämlich ein Ping-Comment, das ist nämlich für heute geplant. Für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, wie man ein Plugin aufbaut, die sollten vielleicht nochmal in die erste Folge reinschauen. Das werdet ihr jetzt oben in einer Infokarte sehen. Da könnt ihr dann einfach darauf klicken, falls ihr noch nicht wisst, wie es funktioniert. Das gleiche gilt für Comment Executors. Das Ganze ist jetzt schon fertig. Ich habe das Plugin sozusagen fertig aufgebaut. Wir müssen halt prinzipiell nur noch die eine Methode hinzufügen und den Comment Executor schreiben. Für die Leute, die nicht wissen, wie Comment Executors funktionieren, die sollten sich auch nochmal ein anderes Video anschauen. Das kommt jetzt nochmal als Infokarte. Ich hoffe, ich kann zwei Infokarten hinzufügen. Ansonsten einfach unten nochmal in die Beschreibung schauen. Da steht das auch nochmal drin. Wie gesagt, wir schreiben heute einen Ping-Comment. Ich möchte das Ganze aber über Reflections machen. Für die Leute, die nicht wissen, was Reflections sind. Es ist halt so, dass man bei Bucket halt immer wieder diese Bucket-Methoden, sind halt so, dass sie sich verändern, weil halt die Klassen sich verändern. Und damit halt das Problem nicht ist, dass wir sozusagen am Ende an diese Klasse gebunden sind, machen wir es uns recht einfach und bauen das Ganze halt so auf, dass halt wir immer, egal welche Version wir haben, ob es jetzt 1.8 ist, 1.9 oder 1.10 oder halt jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt haben, 1.14, halt immer funktioniert. Und da ist Reflections halt sehr gut. Für die Leute, die jetzt sozusagen 1.8 nutzen, die sollten genau auf das gleiche Ergebnis kommen, wie wir jetzt mit der 1.14 dann. Ja, also fangen wir einfach mal an. Wir haben hier einmal die Plugin-Utils, in der sind wir schon drin. Hier schreiben wir uns einfach eine Methode. Das ist einfach public static int und dann getPing in Klammern PlayerPlayer. Static halt in diesem Fall, weil die hier statisch aufgerufen wird von einer anderen Position aus, damit man sie von überall erhalten kann. Und wer halt jetzt sozusagen sagt, ja, nee, er möchte es nicht statisch haben, geht natürlich auch ohne statisch. Ja, fangen wir einfach an. Als erstes nehmen wir einfach ein Objekt und das ist halt unser NMS-Player. NMS-Player für NetMinecraft-Server-Player. NetMinecraft-Server ist das Package, was im Hintergrund liegt. Das ist, kommt von Minecraft, von den Server-Packages. Die ändern sich, wie ich ja gerade schon erklärt habe, jede Version. Dementsprechend brauchen wir da halt ein Objekt. Das nehmen wir dann halt einfach über player.getClass. Damit holen wir uns die Klasse des Spielers. Dann holen wir uns die Methode, die es dann gibt vom Spieler. Und das ist halt getHandle. GetHandle braucht aber keine Übergabeparameter. Deswegen können wir das ja einfach leer lassen, beziehungsweise einfach entfernen, das gibt es nämlich auch ohne. Und dann machen wir .invoke und dann übergeben wir den Player und mehr müssen wir nicht übergeben, wir brauchen nur das Objekt übergeben. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir field ping ist gleich nmsPlayer.getClass.getDeclared field. Field. Das sind halt jetzt sozusagen interne Anfragen, die wir dann haben, dass wir sozusagen dann auch, weil es jetzt ja ein Objekt ist, müssen wir halt sozusagen auf eine private Methode hinzugreifen und damit das funktioniert, müssen wir das so machen. So, jetzt seht ihr hier Field, gibt es halt zig Möglichkeiten. Ihr müsst Java lang Reflect nehmen für Reflections. So, jetzt wird er auch hier schon mehrmals rum, sondern das sagt er jetzt auch schon hier Return Type, das müssen wir gleich machen, das kommt eh gleich. Aber prinzipiell, ja, so. Dann nehmen wir halt das Field Ping, das ist ja unser Field. Dass wir sozusagen, man muss sich so vorstellen, es gibt halt die Methode Ping bei dem Objekt. Das ist halt ein Declared Field, also sozusagen, es ist halt eine Methode sozusagen. So, damit wir diese Methode, nicht Methode, es ist halt eigentlich ein Declared Field, es hat an sich eher sozusagen eine statische Variable. Und damit wir diese statische Variable bekommen, müssen wir halt, und wir haben es jetzt ja mit Reflections gemacht, müssen wir halt dieses Field bekommen. Das heißt, wir nehmen halt diese Klasse, NMS-Player, getClass, dann holen wir uns das declared Field Ping. Dann haben wir das Ping, halt das Feld. Damit wir aber das jetzt sozusagen auch für uns erreichbar machen, müssen wir Set Accessible auf True setzen. Und dann returnen wir Field Ping
.getInt, damit wir halt das als Int bekommen. Und dann nehmen wir hier NMSPlayer. So. Das Ganze, wie ihr jetzt sehen, hier murrt er jetzt rum, er möchte gerne einen Try-Catch haben. Wir machen das mit einem Chose-Exception. Das schmeißt uns hier halt mehrere Fehler um die Ohren. Das heißt, wir haben jetzt hier zig Fehler, die dabei rumkommen können. Das Ganze machen wir einfach später in einem Try-Catch. Vorteil jetzt hier dran, wenn wir hier eine Try-Catch drin hätten, müssten wir hier sozusagen den Fehler abfangen und auch nicht verändern. Wenn aber jetzt sozusagen Fehler beim Ping eines Spielers auftaucht, dann ist es natürlich besser, wenn sozusagen der Spieler dann eine Information bekommt, als wenn wir es hier irgendwo sozusagen im Toten machen. Und deswegen lieber das Ganze das Throne lassen und halt woanders abfangen, nämlich da, wo es genutzt wird, als es halt so zu machen. Ja, und damit sind wir sozusagen mit unserer Methode für den Ping fertig. Wenn ihr jetzt halt einfach auf getPingPlayerComment, seht ihr hier to do auto-generated. Ich habe jetzt sozusagen die Klasse schon angepasst. Jetzt müssen wir halt einfach nur unseren groben Kram machen. Das heißt, wir fragen als erstes ab if, dann kann man Sender Instance of Player. Wie gesagt, ihr könnt das gerne selbst anpassen, wie ihr möchtet. Ich schreibe jetzt nur einen ganz simplen Comment, damit man da halt mitarbeiten kann. Dann sagen wir halt player gleich in Klammern player Sender. Das heißt, wir casten unseren Sender, der ein Comment-Sender ist, halt zum Player, damit halt klar eindeutig ist, dass es dieser Player ist, den wir hier haben wollen. Dann fragen wir ab if player.hasPermission und dann sagen wir jetzt halt zum Beispiel einfach nur ping. Das heißt, die Permission, die er dafür haben muss. Ansonsten würden wir halt zurückgeben else player.sendMessage, also senden wir eine Nachricht und dann halt du hast keine Berechtigung, diesen Comment zu nutzen. So, damit haben wir das dann auch. So, dann müssen wir jetzt halt einfach nur hier zurückgeben. Das machen wir recht einfach. Ist einfach int ping ist gleich plugin utils. Und weil es jetzt sehr static ist, können wir es von außen erreichen, nämlich get ping und dann player. Übergeben wir einfach direkt unseren Player. Das können wir so lassen. Jetzt seht ihr hier auch, es gibt hier schon einen Fehler. Das heißt, wir machen hier eine Surround Try Catch. Ach, ich bin doof. Sorry. Einmal rückgängig. Ihr macht nicht eine Try Catch, sondern ihr macht eine Try Multi Catch. Vorteil der ganzen Geschichte ist, Haus haut alles ineinander. Hier können wir ruhig mal dieses e.print Stack Trace drin lassen. Das heißt, wenn ihr einen Fehler bekommt, kriegt ihr halt sozusagen das in eure Konsole gepostet. Und dem Spieler senden wir natürlich eine Nachricht. Leider ist ein Fehler aufgetreten. So, damit hat derjenige jetzt auch die Nachricht. Jetzt wollen wir aber natürlich auch, wenn er den Ping bekommen hat, auch den Ping übergeben. Das heißt, wir senden ihm eine Nachricht. Dein aktueller Ping beträgt Paragraph B, damit es nicht in Bold ist, sondern in Blau ist, plus Ping plus Paragraph EMS für Millisekunden. Wie gesagt, der Ping wird in Millisekunden übergeben, das sei noch dazu gesagt. So, das Ganze ist jetzt sozusagen fertig. Das heißt, wir exportieren das Ganze. Für die Leute, die jetzt halt diesen Plugin in Entwicklung wissen, die sollten auch das Ganze jetzt hier hinbekommen. Wir überschreiben das einmal. Unser Server ist hier schon geladen. Den reloaden wir einmal. So, dann logge ich mich einmal kurz ein mit dem Minecraft Launcher. Den hätte ich vielleicht schon mal vorher starten sollen. Es tut mir leid. Neue Version. Jo. So. Lädt er einmal den ganzen Stuff hier runter. So. Und da ist unser Game jetzt gestartet. Das heißt, wir gehen jetzt in Multiplayer, connecten uns hier auf den Localhost. Localhost. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch einen lokalen Server haben, beziehungsweise zu eurem Server. So, und das Endresultat sieht dann wie folgt aus: slash ping. So, ich habe keine Berechtigung, den Comment zu nutzen. Jetzt gebe ich mir einmal selbst OP. P. Relo Phoenix 18. Jetzt nehme ich auch mal Ping. Jetzt sehe ich, dein aktueller Ping beträgt 742 MS. Das liegt jetzt halt auch einfach, glaube ich, daran, dass ich auf der lokalen Maschine laufe und das über Localhost läuft. Und das halt anders geroutet wird. Prinzipiell sollte aber das genau dann halt dem Comment entsprechen, den wir hier haben. Ping Player, Doppelpunkt Ping. Bam. Lol, das geht auch. Okay, das ist das einfach ein Bug. Well, in Ordnung. Also prinzipiell sollte dann einfach das über Ping laufen. Und das ist jetzt der Ping, wie gesagt, der kommt halt einfach dadurch, dass halt
die Methoden am Server sich ein bisschen verändert haben in den neueren Versionen und halt auch noch dazu, dass wir halt grundsätzlich hier in diesem Fall auf Localhost arbeiten. Aber das ist halt die einfache Ping-Methode, die läuft jetzt halt mit diesen deklarierten Methoden halt sowohl auf der 1.8 als der 1.9, also prinzipiell auf jeder Version. Ich weiß nicht, wie es mit 1.7 und darunter aussieht. Ich glaube aber, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr auf 1.7 programmieren werdet, weil, wie gesagt, die 1.7 ist schon sehr alt. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, hat euch ein bisschen gezeigt, wie man halt ja, sich einfach im Ping-Comment schreiben kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und folgt mir, um weitere Videos zu sehen. Von daher, bis dann. Tschüss.